Für mich war nur sichtbar, da baumelt jemand, sah für mich aus wie ein menschlicher Körper und es war für mich überhaupt nicht ersichtlich, dass das wirklich eine Puppe war. Das ist zum Selbstläufer geworden. Ne? Man hat es gesehen, man hat es total aufgebauscht und dann eben das volle Programm abgespult. Das heißt also Notarztwagen mit Martinshorn, mit Blaulicht, die Kriminalpolizei, die Feuerwehr, Ersthelfer. Also wirklich alles, was man sich hier nur vorstellen kann. Wenn man sich das vorstellt, dass man eine Person hinhängt, die aussieht wie er hängt, und man kann das gut von außen sehen, das ist eigentlich kein Spaß mehr. Da muss jeder vernünftige Mensch auch einsehen, dass da irgendwelche Reaktionen erfolgen von Personen, die das mitbekommen. Ich habe nur gesagt, nee, warum? Ne? Das ist zu früh geschaltet. So, dann ist der Untergang. Jetzt machen wir den großen Bahnhof. Ich war hier unten in der Scheune, ich habe es gesagt. Ja. Jetzt machen wir. Ja, der wäre woanders viel nötiger gebraucht worden vielleicht. In dem Moment sind vielleicht irgendwo ein Mensch, den wir brauchen können. Ja, ich sehe doch vorher, ob der nicht gut ist. Also, das sollten wir machen. Ja. Das ist für mich hier. Auf ihre nächste Gelegenheit gehofft. Möglicherweise, ja. Und bitte. Naja, hier fehlt ein ganz großes Stück aus dem Fachwerk. Und Sinn und Zweck der ganzen Aktion war eigentlich, dass hier nicht so viel Viehzeug reinkommt. Denn das sammelt sich hier schnell. Ja, da oben ist ganz viel Stroh noch drin. Ne? Und es ist einfach nicht schön, wenn sich hier alles drin sammelt. Und dann kam da. Ja, dann kam die Idee, einfach eine Vogelscheuche hier irgendwo anzubringen. Und was ist besser als irgendwas, was baumelt, was also hängt, was sich ein bisschen bewegt im Wind. Ne? Und wenn hier der Wind durchgeht, dann hält das schon ganz gut das Viehzeug, denke ich, ab. Naja, einen Tag ist es gut gegangen, ne? Und dann haben doch wohlmeinende Nachbarn das gesehen und haben gedacht, es hätte sich jemand erhängt. Oder das zumindest behauptet, sie hätten gedacht, es hätte sich jemand erhängt. Für meinen Begriff eigentlich nicht möglich, weil es ist ein ganz klarer Puppenkopf, der da drauf ist, aber naja, so war es halt. Hatten Sie mit gerechnet? Ach nein, im Leben habe ich mit sowas nicht gerechnet, weil hätte ich sowas einkalkuliert, dann hätte ich das sicherlich nicht gemacht. Aber das ist zum Selbstläufer geworden, ne? Man hat es gesehen. Man hat es total aufgebauscht und dann eben das volle Programm abgespult. Das heißt also Notarztwagen mit Martinshorn, mit Blaulicht, die Kriminalpolizei, die Feuerwehr, Ersthelfer. Also wirklich alles, was man sich hier nur vorstellen kann. Der Erste, der kam, hat dann gesagt, wir müssten also den Strick entfernen, dass es nicht mehr so aussieht, dass die Puppe baumelt. Ansonsten würden wir eine Anzeige bekommen. Haben wir dann auch sofort gemacht, weil wir wollten ja keinen Ärger damit provozieren. So war es ja nicht gedacht. Ne? Ja, und dann, als dieser ganze Einsatz dann hier vorüber war, ziemlich schnell natürlich, ne, dann ist der zweite Polizist gekommen, hat nochmal mit uns gesprochen und hat dann versucht, uns zu vermitteln, dass diese Frau, die den ganzen Einsatz angeleiert hat, sich doch so furchtbar geängstigt hätte. Ne? Und dass sie deshalb auch so scharf reagieren würden. Aber die Anzeige steht immer noch im Raum. Naja, das ist jetzt einfach nur noch aus Frack, ne? Weil wir uns jetzt über diesen großen Bahnhof eigentlich geärgert haben, weil es nicht nötig gewesen wäre. Ne? Man hat einen Mund, man kann miteinander sprechen.
Wir haben auch eine Klingelarmtour sogar. Ne? Also man hätte auch anklingeln können und hätte sagen können, hier, buah, ich habe mich hier erschreckt. Ne? Was habt ihr da gemacht und könnt ihr das nicht mal abnehmen? Ne? Es ist ein kleines Dorf hier. Wäre nicht nötig. Das heißt? Wenn sich jemand beschwert hätte, hätten wir die Puppe anders angebracht, weil wir uns einfach da auch keine Gedanken drüber gemacht haben. Für mich war das ganz klar eine Vogelscheuche und dass die baumelt zweckmäßig und halt als Jux gedacht. Ne? Also sicherlich nicht so, dass die Leute sich hier ängstigen sollen aus dem Dorf. Warum auch? Ne? Also hätte jemand jetzt gesagt, damit fühle ich mich nicht gut oder finde ich nicht gut, könnt ihr den nicht anders anbringen? Klar, hätten wir ändern können, aber dazu muss man uns ansprechen. Wenn Sie jetzt mit Hans Binsensicht dabei? Also ganz ehrlich, ich finde es lächerlich, weil aus einer Mücke einen Elefanten gemacht, anders kann man es nicht sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass eine offensichtliche Vogelscheuche mit einem viel zu kleinen Puppenkopf so eine Reaktion provozieren könnte. Vielen Dank. Stopp mal und bitte. Denken. Stehen bleiben, Kopf schütteln. Sehr gut. Noch ein bisschen stehen bleiben. Entschuldigung, nochmal hin. Und bitte. Ein bisschen stehen bleiben, gucken und weitergehen. Da wirklich einer erhängt hat, das ist der Hammer. Also ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Ich hab's ja auch erst. Können ruhig miteinander reden, können das auch ist, über die Bilder das sprechen. Das ist der Hammer. Und wenn du wirklich von da hinten kommst, siehst wo wir her, nicht. Ja, nee, das gut. Siehst du nicht, dass das eine Attrappe ist. Nein. Und da läuft sie eiskalt. Das kann ich wirklich hier verstehen. Ich hab Angst, dass es halt wirklich nur eine Attrappe ist, aber der Schock, der sitzt, gell? Das wäre noch wirklich das, was. Das wäre noch schlimmer gewesen. Ja. Die würden ja ihr Leben lang davon zehren. Gell? Guck mal gerade hier so ja, da, genau. Die Kleinen in dem Alter von 3, die jetzt in den Kindergarten kommen. Und denen dann begreiflich machen, das soll nur eine Puppe sein. Die sehen es nicht, die sehen es wirklich. Der da vorbeikommt, guck doch mal, hast ja gesehen, selbst ich habe einen riesen Schrecken gekriegt und ich bin ja auf so Sachen vorbereitet. Eigentlich, wenn wir da im Wald suchen und alles. Ne? Das ist der Hammer. Wie man auf sowas kommen kann, ehrlich. Das ist für mich unbegreiflich. Hammer. Und bitte.
Dankeschön. Und bitte.